Mein Name ist Gordon Knievers. Ich bin 57 Jahre alt, in Koblenz geboren und aufgewachsen, und zwar im Stadtteil Pfaffendorfer Höhe. Ich bin Jurist. Nach meinem Jurastudium in Bonn war ich über viele Jahre in Koblenz als Rechtsanwalt tätig, und seit 2 Jahren bin ich bei der Stadtverwaltung Lahnstein Fachbereichsleiter. Unter anderem bin ich zuständig für den Bereich Verkehr. An Koblenz mag ich besonders seine Menschen. Egal, ob es die Menschen sind, die in Koblenz geboren sind oder die später dazugekommen sind. Da habe ich einen bunten, gemischten Freundeskreis, mit dem ich oft auch in Koblenz unterwegs bin. Entsprechend mag ich dann in Koblenz auch Plätze und Anlagen, wo man sich ganz toll aufhalten kann. Ich mag auch die Gaststätten und Kulturszene mit dem ein oder anderen Event, das zu besuchen immer wieder lohnt. Ich will in den Stadtrat, weil ich etwas bewegen möchte. Ich denke, dass ich durch die Kenntnis von Rechtsvorschriften weiß, an welche Vorschriften ein Rat, an welche Vorschriften eine Stadt gebunden ist, und kann von daher die ein oder andere Einschätzung der Verwaltung kritisch überprüfen, kritisch einschätzen. Dadurch, dass ich Verwaltungspraxis gewonnen habe in den letzten Jahren, weiß ich auch, wie eine Verwaltung denkt und wie sie handelt, und kann mich dann entsprechend auf diese Verwaltung einstellen. Was mir auch wichtig ist, ist im Rat der Verschiebung des politischen Diskurses nach rechts entgegenzutreten. Diese Verschiebung ist auch in Koblenz angekommen. Ein ganz drastisches Beispiel dafür ist das Burkini-Verbot. Besonders wichtig sind mir Themen aus dem Themenkreis Stadtentwicklung. Mit diesem Themenfeld beschäftige ich mich seit Jahren. Wichtigste Komponente in diesem Themenfeld ist der Bereich Wohnen. Koblenz braucht mehr bezahlbare Wohnungen. Wir brauchen auch einen größeren Anteil an Sozialwohnungen. Insofern wäre es wichtig, endlich umzusetzen, dass bei größeren Projekten ein Anteil von 20% Sozialwohnungen festgeschrieben wird. Weiteres wichtiges Thema beim Thema Stadtentwicklung ist Verkehr. Wir dürfen nicht mehr einseitig auf ein Verkehrsmittel, auf das Auto setzen, sondern müssen gleichberechtigt Fahrradverkehr, Fußgängerverkehr und den öffentlichen Personennahverkehr entwickeln.